Wir möchten heute gerne mit euch ein Experiment wagen. Und zwar das Experiment, wie Zivilcourage anhand diesen gelben Balls erklärt werden kann. Dazu möchte ich einfach gerne mal wissen, wer glaubt denn von euch oder sagt sich von euch, ich habe schon mal zivilcouragiert gehandelt? Mal kurz die Hand hoch. Wer denkt das denn von sich? Ja, es sind schon ein paar Hände. Es ist zumindest beruhigend zu wissen, dass es schon mal ein paar Leute gibt oder ich sag mal gut die Hälfte war es, die schon mal zivilcouragiert gehandelt hat. Aber was bedeutet das denn? Und gleichzeitig bedeutet es denn dasselbe für mich, wie vielleicht auch gerade für den Nachbarn, der genau neben Ihnen sitzt? Oder sind das zwei grundverschiedene Ansätze? Als Seminarleiterin und früher auch als Workshop-Teilnehmerin selber wurde Zivilcourage immer an diesem berühmten Beispiel der Straßenbahn erklärt. Das kennt ihr vielleicht alle, volle Straßenbahn, zwei Reihen vorne sitzt eine junge Frau, plötzlich kommt vielleicht eine Gruppe oder ein einzelner junger Mann und pöbelt diese junge Frau an. Und dann die entscheidende Frage in dem Workshop, was tut ihr? Bleibt ihr sitzen? Steht ihr auf? Geht ihr hin? Geht ihr dazwischen? Holt ihr euch Hilfe? Was ist davon Zivilcourage? Lasst uns das mal anhand von diesem gelben Ball vielleicht noch mal ein bisschen konkreter darstellen. Gehen wir mal davon aus, wir alle hier zusammen, wie wir jetzt gerade sitzen, sind in dieser Straßenbahn. Und dieser gelbe Ball stellt uns in dieser Straßenbahn dar. Und wir haben uns alle darauf verständigt, dass wir sicher, möglichst ohne Krankenhausaufenthalt und ohne Polizeieinsatz von A nach B kommen möchten. Wenn wir das schaffen wollen, müssen wir uns natürlich irgendwie verständigen, ja, was sind denn so unsere Werte und vielleicht auch ein paar Vereinbarungen treffen. Im besten Falle ist das, dass wir vielleicht älteren Herrschaften den Platz freimachen, damit sie sich hinsetzen können. Es sollte vielleicht auch eine Vereinbarung sein, dass wir uns gerade nicht wildfremden Menschen auf den Schoß setzen, dass wir uns nicht bepöbeln und auch bitte nicht blutig schlagen. Nachdem wir uns auf diese Grundwerte verständigt haben, fahren wir los. Wir sitzen also alle in dieser Straßenbahn. Und plötzlich hält diese Straßenbahn an und es steigt entweder ein Einzelner oder eine Gruppe von Personen ein und pöbelt sozusagen auf irgendjemand aus unserer Gruppe ein. Das heißt, im wahrsten Sinne des Wortes, hat diese Gruppe einen wirklichen Eindruck auf uns hinterlassen und dellt uns sozusagen in unserem Tun ein. Und nun haben wir die Möglichkeit zu entscheiden, was machen wir denn, damit wir die Form, das heißt unsere Werte, wieder hinkriegen. Das heißt, unseren Ball wieder in Form zu halten. Mit welchem couragierten Handeln? Aber Zivilcourage ist mehr wie nur dieses eine Beispiel, was eher spontan und situativ ist. Ich könnte jetzt auch diesen Ball hier aufschneiden. Da verzichte ich mal drauf. Wir sind hier in Dresden. Das ist ein schwarz-gelber Ball. Das wäre vielleicht nicht ganz so cool, den hier auseinanderzuschneiden. Aber wenn wir uns mal anschauen, woraus dieser Ball besteht, dann sind das ganz viele kleine Bläschen, ganz viele Vernetzungen, Verästelungen, Verzweigungen in diesem Ball da drin. Wir können das ganze Bild jetzt auch noch auf die Spitze treiben und sagen, dieser Ball, das ist nicht nur die Straßenbahn, sondern dieser Ball, das sind auch wir als Gesellschaft. Denn die Gesellschaft existiert ja auch nicht als Blackbox, die vom Himmel gefallen ist, sondern die Gesellschaft, das sind wir alle. Wir alle sind Teil der Gesellschaft. Wir alle sind gewissermaßen hier die kleinen Bläschen, die Bestandteile des Balls. Und auch wir als Gesellschaft haben uns auf ein Mindestziel verständigt. Das Mindestziel heißt, wir wollen zusammenbleiben. Wir wollen nicht auseinanderfallen. Wir wollen friedlich miteinander leben und wir wollen gemeinsam vorwärts kommen. Damit wir diese Ziele erreichen, brauchen wir eine Struktur. Und diese Struktur, die findet zwischen den ganzen Teilen der Gesellschaft statt. Wir haben zum Beispiel die Überzeugung, dass Menschenwürde jedes Einzelnen wichtig ist. Und deswegen haben wir uns einen Rechtsstaat gegeben. Wir haben die Überzeugung, dass jeder faire Chancen verdient hat. Und deswegen haben wir einen Sozialstaat mit sozialem Ausgleich. Und diese Werte und Überzeugungen verleihen uns die Struktur. Die Frage ist nur, was passiert hier bei diesem Ball, bei uns als Gesellschaft, wenn, wie in der Straßenbahn, von außen die Erschütterungen auftreffen? Also, es könnte zum Beispiel heißen,
Wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Was passiert, wenn es in Deutschland einen Terroranschlag gibt? Was passiert, wenn wir eine Wirtschaftskrise erleben und die Arbeitslosigkeit steigt? Wie gehen wir mit der aktuellen Migrationskrise um? Wie gehen wir mit politischer Radikalisierung um? Das heißt, unser Gesellschaftssystem, dieser Ball, er wird immer erschüttert. Und die Frage ist jetzt, wie halten wir diese Strukturen stabil und gleichzeitig flexibel genug? Und wir vertreten die These, dass genau dort die Zivilcourage ins Spiel kommt. Weil die Zivilcourage über die Beziehungen, die wir untereinander führen, also über die Struktur des Balls, mitentscheidend ist. Das heißt, wir verteidigen über Zivilcourage die Werte, die wir uns als Gesellschaft gegeben haben, im Alltag. Damit es aber funktioniert, muss Zivilcourage mehr sein als einfach nur das Handeln in der Situation. Zivilcourage kann zum einen spontan sein, sei es in der Straßenbahn, sei es im Pausenhof, wo ich vielleicht sehe, dass ein Mitschüler von mir gemobbt wird, oder vielleicht passiert es heute Abend irgendjemand von uns, der nach Hause geht. Zivilcourage kann aber auch heißen, dass man sich langfristig für eine Überzeugung einsetzt. Das kann meine Überzeugung sein, dass wir uns in politischen Diskussionen nicht anbrüllen wollen. Es kann auch sein, wie ein UN-Botschafter, den ich mal getroffen hatte, der sich Zeit seines Lebens, vor allem im Kalten Krieg, für atomare Abrüstung eingesetzt hat und am Ende seiner Karriere sagen muss, ja, es war schon ein Erfolg, dass es jetzt eine bessere Kontrolle gibt. Zivilcourage ist lokal. Zivilcourage passiert in meiner Nachbarschaft. Sie passiert in meiner Klasse, sie passiert in meinem Wohnort. Sie passiert dort, wo ich lebe und wo ich meinen Lebensraum habe. Zivilcourage kann aber auch global sein. Also erkenne ich die Menschenwürde nur an für die junge Frau, die mit mir in der Straßenbahn sitzt? Oder hat eine Näherin in Bangladesch die gleiche Menschenwürde wie meine Mitmenschen? Zivilcourage bedeutet auch, sich für Fremde und auch für Bekannte einzusetzen. Das heißt, für das Mädchen vielleicht in der Straßenbahn, für den Fremden, der vielleicht auf der Straße gerade angegriffen wird. Genauso wie für meine Freunde, meine Geschwister, meine Familie, wo ich denke, dass ihnen gerade Ungerechtigkeit widerfährt. Und genauso heißt das, Zivilcourage richtet sich immer auch gegen jemanden. Man muss sich gegen jemanden positionieren. In der Straßenbahn stelle ich mich gegen einen Fremden. Wahrscheinlich sehe ich den oder diejenige zum ersten und zum letzten Mal. Aber heutzutage heißt Zivilcourage häufig, dass wir uns gegen Bekannte, gegen Freunde, gegen Familie stellen müssen. Was heißt es zum Beispiel? Wie reagiere ich, wenn mein Vater lästert über alle Hartz-IV-Bezieher, die ihm auf der Tasche liegen? Oder wie gehe ich mit meinem Freundeskreis um, wenn die sagen, alle andersdenkenden Menschen, das sind sowieso nur Nazis? Jetzt kommen wir zum Knackpunkt der ganzen Geschichte. Was ist denn, wenn mir persönlich ein Wert ganz, ganz wichtig ist? Und dieser Wert steht anderen Werten vielleicht gegenüber in der Gruppe, in der ich mich gerade befinde oder in der Gesellschaft, in der ich gerade lebe. Und beide wollen sozusagen diese Werte natürlich zivilcouragiert verteidigen. Also wer hat denn dann mehr die Zivilcourage? Wer handelt denn dann mehr zivilcouragiert? Kann ich das denn überhaupt messen? Dann muss sich jeder Einzelne die Frage stellen. Das, wofür ich eintrete, mache ich das aus meinem persönlichen Eigennutz oder vertrete ich das Wohl der Gesellschaft? Welches Menschenbild steckt hinter meinem Handeln? Werte ich meine eigene Gruppe auf und eine andere Gruppe ab? Wenn ich diese und andere Fragen geprüft habe und sagen kann, ja, doch, ich glaube immer noch, dass das Ziel, diesen Wert, den ich verkörpere, dass der wirklich von Belang ist, dann müssen wir uns als Gesellschaft fragen, hatten denn alle Leute die Chance, gehört zu werden? Wurden denn wirklich alle Meinungen gehört? Konnten sich alle beteiligen? Also wir können nicht erwarten, dass es auf einmal eine aktive Zivilgesellschaft gibt, wenn in den Vereinen nur weißhaarige Männer im Vorstand sitzen. Wir können nicht verlangen, dass die Jugend ein bisschen weniger Politik verdrossen ist, wenn sie in der Schule noch nicht mal richtig im Schülerrat mitentscheiden können. Also erst wenn die Werte, über die wir reden, erst wenn über diese Werte alle in der Gesellschaft abstimmen konnten, dann können wir wirklich von universellen Werten sprechen. Und erst dann, wenn wir universelle Werte haben als Gesellschaft, dann können wir die auch zivilcouragiert verteidigen. Jetzt haben wir natürlich wahrscheinlich mehr Fragen aufgeworfen, wie das es vielleicht mehr Antworten gegeben hat.
Und genau das tun wir aber auch in unserer Arbeit in der Aktion Zivilcourage. Wir geben hier nicht die Antworten, was ist denn Zivilcourage, sondern wir begleiten Menschen. Wir begleiten die Schulklasse, den Bürgermeister vor Ort, Lehrer und auch andere. Wir begleiten sie dahingehend nachzufragen, was heißt denn Zivilcourage für dich? Und was heißt es denn aber für deinen Mitmenschen? Habt ihr euch darüber verständigt? Was heißt es für deine Nachbarschaft? Was heißt es für deine Klasse? Und dann gemeinsam zu schauen, was brauchen wir denn, damit wir diesen Ball in Form halten? Was benötigen wir denn? Und jetzt geht der Ball sozusagen sprichwörtlich an euch zurück. Was ist im Alltag gefordert? Wir hatten ja am Anfang gefragt, wer schon mal Zivilcourage gezeigt hatte, wer schon mal zivilcouragiert gehandelt hat. Das war ungefähr die Hälfte oder sogar weniger. Das kann gut sein, dass ihr nie in dieser klassischen Situation, Straßenbahn, landen werdet. Aber das heißt nicht, dass ihr nicht zivilcouragiert handeln könnt. Also wir fordern euch auf, mutig zu handeln. Im Alltag, bei den ganz kleinen Dingen, sich zu stellen für Fremde oder gegen Fremde und auch mit den eigenen Bekannten, mit den eigenen Freunden, mit der eigenen Familie zu argumentieren. Das ist heute mehr als früher Zivilcourage. Wir fordern euch auf, positiv und offen eurem Gegenüber zu treten. Stellt ihm Fragen, öffnet Gesprächskanäle und lasst auch Emotionen mal zu. Die dürfen auch sein, das darf Platz haben, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen heiß hergeht. Und fragt sie doch, was brauchst du denn, um dich wohlzufühlen in deiner Wohnung? Was brauchst du denn, um dich wohlzufühlen in deiner Klasse? Was brauchst du, um dich wohlzufühlen in deinem Wohnviertel? Und was brauchst du vielleicht, um dich wohlzufühlen in der Straßenbahn? Fragt sie und anschließend beteiligt sie, damit gemeinsam dieser Ball in Form gehalten wird. Und das ist auch unser Wunsch an euch alle heute hier. Lasst uns bitte gemeinsam diesen Ball weiterhin in Form halten. Vielen Dank. Vielen Dank.